So, willkommen bei Games TT und weiter geht's mit Dark Souls 2. Wie du siehst, haben wir 12.000 Seelen, davor hatten wir irgendwie 10.000 gehabt, aus einem guten Grund, und das wirst du gleich erfahren. So, was ich habe hier ein bisschen mit dem einen Typen hier gekämpft, also jedes Mal bei dem gefarmt die Seelen, und jetzt kommt er nicht wieder. Also, was ich festgestellt habe, wenn man eine bestimmte Anzahl von den selben Typen zum Beispiel hier umbringt, mehrmals, keine Ahnung, 10 Mal oder so, dann war's das, dann kommt er nicht wieder. Gut zu wissen, falls wir Wege haben, wenn wir zum Boss, also Wege zum Boss haben, die verdammt schwer sind zu besiegen oder beziehungsweise einfach durchzurushen. Da können wir jedes Mal uns neu erholen am Lagerfeuer und jedes Mal die töten, bis die nicht mehr kommen. Nicht schlecht an sich. So, jedenfalls viel Spaß mit Video und guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist. Wir werden auf jeden Fall das hier noch, die Gegend hier noch zu Ende durchsuchen. Wir haben einen Soldatenschlüssel bekommen, aber zuerst will ich was anderes machen. Wir reisen dazu erstmal zu unserem Feuerbahnschrein. In dem Fall ist es, im zweiten Teil heißt es Majula. Und tatsächlich werden wir jetzt die ganzen Seelen nicht bei ihr aufbrauchen, sondern wir kaufen einen bestimmten Gegenstand von ihr. Oh, you again? Go on. It's on the cheap for you. Gegenstand kaufen. Es geht um den hier, kostet genau 12.000, aber was mir da viel wichtiger ist, ist das, was sie danach gibt. Das ist keine gute Investition, die 12.000 tatsächlich. In zwei Sinne, denn dank dem holen wir noch was Geiles. So, und jetzt sprechen wir nochmal mit ihr. Ein silberner Schlangenring plus 1. Gut, den tun wir auch direkt aufrüsten. Das erlaubt uns mehr Prozent an Seelen zu farmen, tatsächlich. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen Haus da. Wir haben ja von einem komischen Typen Schlüssel bekommen. Und da gibt es auch noch was zu entdecken. Überall Bücher. Noch was Interessantes, ein Item. Damit lässt sich versteckte Geheimräume öffnen, wie wir das schon mal gesehen haben. Gut, dass wir das hier gefunden haben, aber hauptsächlich ging es mir nicht um den, sondern um das, was im Keller an sich ist. Normalerweise müsste hier kein Feind sein, bis auf einen. So, da gehen wir später. Lass mal erstmal oben checken. Hier haben wir noch eine Truhe. Titanitscherbe und Fackel, 3 Stück. Jeweils. So, noch was Interessantes. Nein. Das ist genau der andere Eingang, Ausgang. Gut, jetzt können wir auch in den Keller gehen. Was ist hier? Irgendwas Geheimnis? Nein, nein, hier geht's nach draußen. Hier kann nichts sein. Ach, hier ist halt so. Das vergesse ich immer wieder. Weil ich davor jetzt erst einen Teil gespielt habe und da kann man die Illusionen durchschlagen. Hier musst du tatsächlich Aktionstaste in der Nähe drücken. Spam. So, und jetzt wollten wir tiefer in den Keller. Oh, das ist quasi unsere Landkarte. Und da, wo Leuchtfeuer erleuchtet, da haben wir unseren quasi ersten Boss besiegt. Irgendwann wird die ganze Welt brennen. Oh, warte.
Hier ist eine Truhe, aber die ist nicht echt. Gut, dann gehen wir runter. Ein Schlag noch. Skelett. Er greift mich an oder ich greife dich an. Der kann parieren. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber jetzt stirbst du. Und er macht Blutungsschaden. Gut, wir haben ein Menschenbild gesehen. Ich weiß nicht, kann man hier was erkennen? Hätte ich wahrscheinlich davor einen Fackel anzünden müssen. So, hier haben wir noch ein Item. Und das ist tatsächlich Estus Flakonscherbe. Irgendwo, genau. Hier haben wir noch eine Truhe. Seelengefäß. Da müssen wir damit zu dazwischen bei diesen alten Omas. Und dank diesem Seelengefäß könnten wir unsere Attributswerte quasi neu einteilen. Auch nicht schlecht. Ähnlich wie bei Elden Ring die Larven drehen, beziehungsweise die bleiche Zunge bei Dark Souls 3. Gut, da haben wir das hier, diesen kleinen Abschnitt jetzt auch abgeschlossen. Lass mich mal kurz gucken, ob wir überhaupt genug Pfeile haben. Ich glaube, wir haben keine Pfeile. Gut, wir haben Armbrust. Die bräuchten wir jetzt bald. Gegenstand nicht effektiv. Warum? Weil wir noch nicht genug Geschicklichkeit haben. 12 Stück brauchen wir. Ja gut, aber das ist nicht das Problem. Wir könnten die trotzdem noch nutzen, nur nicht effektiv. Haben wir zufällig Wurfmesser? Das wäre auch hilfreich. Nur ein Stück, okay. Das ist nicht gut, aber wir könnten welches dann besorgen. You, stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are? Another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Und bei dem können wir Waffen und Rüstung verstärken sowie reparieren. Falls die Waffe kaputt geht, während wir noch im Spiel sind. Sonst lassen sich die Waffen eigentlich bei Leuchtfeuer regenerieren. Erstmal Gegenstände schauen, was der zu verkaufen hat. Da tatsächlich Pfeile. Vielleicht nehme ich ein paar Stück. Wie viel könnten wir? 28, denke ich mal, wird ausreichen. Wir nehmen die alle. So, Waffe werden wir nachher verstärken. Aber somit. Ja, natürlich müssen wir auch die Pfeile ausrüsten. Feuerpfeile haben wir auch noch. Gut, nehmen wir erstmal die. Und damit können wir dann noch Gegner anlocken und so weiter. Alles klar, jetzt wollen wir zu dazwischen, denn da war ein Person, der war noch wie so ein Statue eingesteinert. Den könnten wir jetzt befreien. Dazwischen zu die Omas. Und da gibt es wieder eine sehr gute Überraschung. Deshalb sagte ich auch, die 12.000, denen ist eine gute Investition bei der Oma. Quasi unser Tutorialgebiet hier. Super. Genau bei den Typen. Das ist dieser Gegenstand, was wir bei ihr gekauft haben. Allerdings wird er gleich feindlich zu uns sein. Dame Teufel.
und unsere Lieblingsgegner. Jeden Dark Souls Style. Ah, ich hasse die enge Gänge. Hinterhältig von dir, mein Freund. Durchsucht eure Umgebung. Gut, wir haben hier mit zwei Gegnern zu tun. Ich würde gerne, dass diese komische Kröte hier rüberkommt. Damit ich mit Bogenschütze ungestört werde. Aber so geht's auch. Oh, fall nicht. Nicht, dass der Item da gelassen hat. Schade. Gut, und hier geht es tatsächlich weiter. Wir müssen hier abspringen, aber das ist eine verdammt miese Hinterhalt. Nicht, dass hier noch vier Kröten sind. Wenn man jetzt genau hinschaut, auf der Seite ist noch ein Bogenschütze. Der würde uns richtig stören. Hm. Das ist nicht gut. Wir sind tatsächlich nicht effektiv. Ein Wurfholzmesser habe ich noch für dich, mein Freund. Ah, jetzt ist es eh zu spät. Ja gut. Ich knall in den Hintergrund weiter ab. Ich hoffe, ich treffe ihn so. Oh, Freeze. Fuck. Ja, unsere normale Pfeile habe ich leider verbraucht. Jetzt haben wir nur noch Feuerpfeile, aber... Hauptsache, wir haben jetzt ihn erledigt. Wir könnten noch schauen, ob wir vielleicht die noch einzeln umbringen. Zumindest einen. Also es geht ziemlich gut. Oh. So, noch einen wäre nicht schlecht. Fuck. Da habe ich mich vertan. Ja, jetzt in eine Ecke oder was? Hoppa. Ja, bewegt sich total falsch. Und das ist gut. Bleib dort bitte. Ja, und der geht weg. Na ja, gut. Dann können wir wenigstens einigen ein bisschen Schaden machen. Gut, was sind doch noch drei? Ne, ich dachte, ich habe vier gezählt. So, wir könnten jetzt einfach auf einen fallen lassen oder auch nicht. Wäre nicht schlecht, wenn wir das machen könnten. So. Natürlich mit vollen HP. Denn das wird Schmerz, Schmerz. So. Nicht schlecht. Das war doch ziemlich... Guter Sturzangriff. So, und hier haben wir eine weitere Lakorn-Estscherbe. Auch nicht schlecht. Oh, Moment. Sound ist weg. Oh, leider ist viel Sound plötzlich weg. Ich mache noch schnell die Gegend, damit du wenigstens noch bildlich siehst. Ich höre selber nichts. Sorry. Und dann, wenn wir, das ist nicht mehr lange, wenn wir diese Feuerbahnschein, ich meine, diese Zwischenteil abgeschlossen haben, danach hast du wieder Sound. So. Wir werden jetzt nicht da runtergehen. Bei dem Grab, da kann man nur sein Geschlecht umwandeln. Mehr ist es nicht. Natürlich, und die Viecher sind verdammt schmerzhaft. So, wir werden erstmal das hier runterfallen lassen. Das ist unsere Abkürzung. Und sonst eigentlich ist hier nichts weiter. Gut, dann sehen wir uns bei Feuerbahnschein oder Majula wieder an sich. Ja.
Bis dahin. Oh, das Spiel kurz neu geladen. Schon haben wir Sound. Und ich würde jetzt tatsächlich sie ansprechen und die beiden Estus-Scherben Is that a shard you dazu found? nutzen oder ihr übergeben. Here, Gut, dass die das can auch you see it? erwähnt. So that I may help you. To see light, to see hope. However faint. Gut, erstes Flakon verstärken. Also, falls wir irgendwas gefunden haben und schon vergessen, die wird uns daran erinnern, dass wir das haben. Sie spioniert uns nach. Nummer 1. Und Nummer 2. Ich glaube, mehr haben wir auch nicht. Gut. Jetzt könnten wir den Rest von hier weit entdecken. Von dem Turm da und von dieser Festung. Wir haben ja Soldatenschlüssel von Boss bekommen und jetzt geht es erstmal hier runter, denn da gibt es zwei Türen, die wir noch aufmachen könnten. Zuerst müssen wir den vernichten, weil der steht tatsächlich auf und veranstaltet uns einen Hinterhalt. Der nächste bitte. Der erste wäre hier. So, lass mal den auch noch vernichten. Und hier wird uns quasi dieser Koop-Modus präsentiert. Lass mal ihn rufen. Danke fürs Licht. Und nicht schon Schaden macht er. Fällt mir. Und die droppen Menschenbild. So. Hier haben wir noch ein Item, nehmen wir mit. Schwarze Feuerbomben und Heimatknochen. Nicht schlecht. Ich denke mal, diese schwarze Feuerbomben, wie viel haben wir da an Anzahl? Könnten wir direkt hier mit verwenden. Danke fürs Licht. Und die werden wir wahrscheinlich auch gut gebrauchen. Ist mit dir. Und wir haben hier nur noch einen. Da ist er. Fackel. Und dieser Bogenschütze wird uns verdammt zerstören. Aber warum habe ich keine Pfeile dabei? Tatsächlich nicht. Das ist nicht gut. Haben wir Bolzen haben wir tatsächlich. Da könnten wir hier jetzt erstmal Armbrust nehmen. So.
Ah, beweg dich nicht, mein Freund. Gut, dahinter siehst du auch ein Stück Schwert. Und dahinter ist eine Schildkröte. Lass mal den anschießen. So. Ich hoffe, der fällt einfach gleich runter. Das wäre nicht schlecht. Denn da oben sind noch drei weitere. Ja, der fällt nicht runter. Berg, ist du verschlossen oder was? Lass mal ihn hier reinlocken. Mein Freund, komm zu mir. Ja, du gleich stirbst von dem. Hoppa. Macht ja auch nicht einen Schaden auf jeden Fall. Oh, bist du noch da? Das ist gut. Oh, und jetzt geht's um die Kröten da oben. Oh, noch einer. Das war das von mir ein bisschen schlechte Idee. Können die klettern überhaupt? Gut. Bastardschwert. Und noch was nicht Schlechtes. So, hier werden wir die auf einmal los. Das mit Bombe. Daneben. Nicht gut. Hm, wir haben leider nichts mehr. Er wird leider sterben. Aber wir haben hier noch was einzusammeln. Oh, wenn man jetzt da weiter hinter geht, gut, das Neid haben wir jetzt vergessen. Kommt da in den Veto. Da ist Schmied. Da ist noch viel zu BM, sich mit dem anzulegen. Und unserem Geist kann ich anscheinend nicht mehr wirklich helfen. Er hat guten Diensten erwiesen. Die können tatsächlich hier durch. Das ist nicht gut. Lassen wir uns ein bisschen beilen. Menschenbild. Jetzt müssen wir die irgendwie am besten hier weglocken. Ein Item haben wir übersehen. Da, wo sind die hin? Das gefällt mir nicht. Okay, die sind da drüben. Da kommen die nicht rein? Wenn das so ist, das ist ziemlich gut. Kommt die nicht rein? Ah, die kommen rein. Nicht so gierig. Den ersten haben wir schon mal. Der andere, glaube ich, da hatte nicht so viel HP. Lass mal hier durchstürmen. Doch, der hat noch genug HP, aber irgendwie hat er sich festgepackt.
Da hat noch uns sehr schwer erwischt tatsächlich. Gut. Wir holen jetzt hier noch schnell Item. 4000 Seelen würde ich jetzt ungern verlieren. Na, aber wir könnten trotzdem mal mit einem Typen da riskieren. Den Vedo. Erstmal kurz schnell hier hoch. Und hier ist eine Truhe. Die holen wir uns schnell. Falls wir sterben. Da haben wir schon mal ein Set bekommen. Da ist er. Damit schwerer Typ. Und hier wäre Leuchtfeuer. Lass mal die benutzen. Gut. Können wir jede Zeit zu den zurückkehren. Ich glaube, das ist nur wegen dem Leuchtfeuer. Hier wird uns quasi das Inveden halt quasi gezeigt. Das System. So, das sieht aus wie ein kleines Schlachtfeld, aber mehr gibt es eigentlich nicht, außer den Typen da. Der eigentlich ordentlich draufhaut. Und der kann auch Magie. Verdammt. Und Schaden machen. So sieht's aus. Ziemlich alter Bursche. Ja gut, jedenfalls wir haben für alle Fälle hier Leuchtfeuer uns schon freigeschaltet. Wir können jederzeit zu denen zurückkehren. Ich hole noch schnell meine Seelen ab und lass mal das schnell so erledigen. Der entwedet nur halt, wenn man menschlich ist. So. Hauptsache, ich habe meinen Seelen erstmal. Den ignorieren wir oder auch nicht. Der rennt hinterher. Man könnte jetzt eigentlich hier drüben. Ah, er ist noch da. Ich dachte, er entwedet nur, wenn wir menschlich sind. Waffenschmied. Ja, ich habe keine Zeit für dich. Nein, kann ich nicht benutzen. Dann kannst du mich ruhig hier töten. Aber so einfach gebe ich auch nicht auf. Ah, jetzt bin ich tot. Er kann man eigentlich schaffen, aber wie du siehst, ist er auch verdammt OP und auch tanky. Und seine Magie ist auch nicht schlecht. Aber früher oder später kommen wir noch zu denen. Hauptsache, ich habe mein Set. Seelen habe ich jetzt quasi so gesichert. Und wir reisen immer noch an dieselbe Stelle. Und zwar hierhin. Denn wir haben noch eine Tür zu entdecken. Ich würde mal vorschlagen, wir machen einmal menschlich. Gut. Ganz wichtig ist es, den immer wieder zu vernichten. Auch wenn der uns sehr viel Zeit gibt. Der kommt irgendwann angekrochen. Und da unten, weißt du, haben wir einen Boss besiegt. Und hier ist tatsächlich noch eine Tür. Aber hier ist auch tatsächlich Hinterhalt auf. Sollte man aufpassen. Oh, das gefällt mir. Hier müssen wir wirklich zuerst angreifen. Darf bei dem nicht zuerst angreifen. Lebensstein nehme ich gerne. Oh, hier oben war ja Hinterhalt. Und es geht um die Tür. Da gehen wir jetzt durch. Wir haben neue Gegnertypen. Wir können draufhauen, aber die sind auch verdammt langsam. So, sein Kollege kommt. Gut, dass wir ihn noch geschafft haben. Ich vermisse meinen Backstep. Warum haben die das weggenommen? Dafür muss er jetzt leiden.
Checken wir noch kurz hier. Oder obwohl, es geht nur hoch her. Hier ist alles gesperrt. Dann lass mal hoch. Wir haben ja noch weitere Gegner und irgendwo glaube ich auch einen Bogenschützen, der uns stören könnte. Nein, direkt noch einer. Backstep meinte ich. Gut. Dann hoch zu einem Bogenschützen. Oh, hier hast du mich jetzt erwischt. Ganz ehrlich. Nochmal seelenfeste Form und Lebenssteine. Gefällt mir nämlich gerne. Gut, und hier geht es tatsächlich zum Boss, den wir schon mal begegnet haben. Und die Überraschung, oder du siehst diesen Boss in einem Boss-Fight. Folge, also quasi nächste Folge. Deshalb erstmal bis hierhin. Liken, abonnieren, kommentieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein. Das ist mein Channel. This is my channel.